Camping für mich ist ein bisschen Abenteuer. Wann ich frühstücken möchte, ob ich zum Strand gehe, ob ich woanders hingehe, das ist einfach eine Freiheit. Achtung bitte! Wir bitten unsere Gäste, die Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr einzuhalten. Die Tochter hat vorgekocht, Krautrouladen. Die meisten glauben, sich über Kleidung auszudrücken. Ich nicht. Finden Sie sich schön? Nackt? Immer. Wirklich? Ich schau mir von vorne an, nicht von der Seite. Und warum ziehen Sie sich nicht aus? Alles ausziehen. Ja, ich verstehe schon Ihre Intention, aber... Prost. Prost, Urlaub. Urlaub. Wenn der Herrgott hätte wollen, dass wir nicht nackig sind, dann hätte er unseren Pelz wachsen lassen. Spätestens an einem regnerischen Tag im Oktober überdenken vielleicht auch eingefleischte Nudisten diese Theorie mit dem Pelz, der sowieso überflüssig ist. Die Damen und Herren, die Sie vorhin gerade gesehen haben, die sind alle begeistert vom Urlaub am Campingplatz. Und sie liegen damit voll im Trend. In Österreich gab es heuer bis jetzt ein deutliches Plus an Übernachtungen im Zelt, im Wohnwagen oder im Wohnmobil. Einige wohnen mittlerweile sogar das ganze Jahr über am Campingplatz. Angeblich kann man so Geld sparen, man ist näher an der Natur und außerdem, wenn man will, findet man immer eine Ansprache. Meine Kollegin Nina Horowitz hat dokumentiert, und zwar von März bis jetzt, wie das mit der Freiheit und der Urlaubsfreude am Campingplatz wirklich ist. Und nur so viel vorweg, ob am größten Campingplatz Europas in der Nähe von Venedig oder am FKK-Platz in Kärnten, man findet sich immer jemanden, mit dem man es auf die eine oder andere Weise lustig hat. An diesem besonders lauschigen Fleckchen in Eberndorf in Südkärnten kann nicht einfach jeder campen, weil er gerade Lust drauf hat. Am Campingplatz Roter Lido ist FKK-Pflicht. Sonst muss man gleich wieder den Retourgang einlegen. Wir sind am Nudistenareal Mutterseelen allein. Es herrscht gähnende Leere. Nicht nur wegen der Uhrzeit, es ist 6 Uhr in der Früh, auch weil im März Vorsaison ist. In einem Wohnwagen regt sich was. Wir pirschen uns an. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie haben Sie geschlafen? Ja, danke, gut. Ja. Ist nicht eiskalt in der Nacht? Nein. Ein bisschen lässt man das Fenster offen, ist frische Luft und in der Früh sind das erste die Vögel. Aber FKK macht ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn es zu kalt ist, oder? Doch. Du gehst ja jeden Tag ins Hallenbad, nicht? Brauchst keinen Badeanzug. Du kannst in die Sauna gehen, brauch ich auch keinen Badeanzug. Jetzt ist März. Wann kommen Sie eigentlich hierher von zu Hause? Wir sind immer da. Das ganze Jahr am FKK-Campingplatz? Ja, natürlich. Das hört sich jetzt ein bisschen lustig an. Es werden immer mehr. Wirklich? Ja, werden immer mehr. Ist das auch eine finanzielle Geschichte? Ja, natürlich, nicht? Weil... Wohnung ist ja heute ziemlich teuer. Und Wohnung und das ist schon sehr schwierig. Was kostet das im Jahr? Na, über 3.000. Das heißt, Sie haben nicht so viel Geld zur Verfügung und haben sich dafür entschlossen, oder? Natürlich. Ich wollte was leben. Nicht? Monika Schaupensteiner ist gebürtige Steirerin. Was haben denn die Leute in der Steiermark gesagt, dass sie da herziehen? Dass wir verrückt sind. Die einen haben gesagt, ihr seid verrückt, und die anderen haben gesagt, recht habt's. Ja? Die Menschen denken grundsätzlich viel zu viel darüber nach, was die anderen von ihnen halten, findet Monika Schaupensteiner. Das ist ihr Wurscht, schwört uns die Steirerin. Ihr Hauptwohnsitz ist ein FKK-Campingplatz und damit basta. Am Nudisten-Campingplatz ist jeder darum bemüht, seinem Plätzchen eine individuelle Note zu verpassen. Wenn nicht gerade dekoriert und geputzt wird, wird dekoriert und geputzt. Dieser Name hat freilich nichts mit dem Geisteszustand der Bewohner zu tun. Er ist humorig gemeint. In der Klapsmühle sind bisher nur diese Brüste nackt. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja. Warum sind Sie nicht nackt?
Erstens bin ich bei der Arbeit. Zweitens erlaubt es die Temperatur momentan nicht. Aber ich verstehe das nicht. Was meinen Sie? Bei der Gartenarbeit haben Sie gern was an? Immer. Wenn ich arbeite, habe ich immer was an, aber ich werde nie Nacht arbeiten, weil es bringt, weil es hat für mich ein bisschen einen ästhetischen Ausdruck auch noch. Eine Ecke weiter gelten anscheinend schon völlig andere Regeln. Martin Faller arbeitet gern nackt und das auch schon im Frühling. Sogar die Verschalung seines Wohnwagens führt er am liebsten ganz ohne Kleidung durch. Herr Faller schätzt die Ruhe hier sehr. Und dass die Freikörperkultur auch noch mit seinem Hobby Campen zusammentrifft, findet er überhaupt fantastisch. Sobald der Schnee weg ist, bin ich wieder da. Ich sehe es. Mit welchen Hausmittelchen bekämpfen Sie eine Verkühlung? Hab keine. Weil es ist März. Es ist März und Sie sind nackt, ne? Ja, sehr schön warm. Zum Streichen super Wetter. Und dann ein kaltes Bier. Und mit diesen Maschinen, mit dem Bohrer und so, ist da nicht blöd, wenn man nackt ist oder nein, dass man sich einen Schiefer einzieht? Nein, da braucht man keine Angst haben. Es ist wie mit Hose. Nur im Kopf spielt sich das ab. Die Verklemmtheit? Na, die Angst, dass was passieren kann. Also, wie man sieht im Hintergrund, ich habe wirklich schon viel und ich habe 80% nackt gemacht. Die 20 waren eigentlich nur, was gekränkt hat und wie ich es machen musste. Aus Zeitgründen, aber sonst braucht man keine Angst haben. Der Dauercamper Martin Faller liebt es einfach, nackt zu sein. Das ist ein ganz eigenes Gefühl, schwärmt er. Die meisten glauben, sich über Kleidung auszudrücken. Ich nicht. Die Piratenästhetik hat der Wiener Verkäufer übrigens seiner Frau zu verdanken. Sie liebt Piratenfilme. Monika Schaupensteiner schaut sich viel lieber Krimis im Fernsehen an. Und das Traumschiff ist ein absoluter Pflichttermin für sie. Nicht zuletzt, weil ihr Sohn Klausi viele Jahre lang als Steward auf hoher See gearbeitet hat. Heute betreibt er sein eigenes Schnitzelstüberl. Weil ihr Sohn ja in Amerika lebt, was sagen Sie zum Präsidenten Trump? Herr Vollguck. Also das ist wirklich ein voller Hammer. Schlimm ist der, gell? Also, und der wird sicher alles ronieren, was zum Ronieren geht. Was glaubt der überhaupt, wer er ist? Nur weil er Geld hat. Und haben Sie Angst, dass der jetzt Präsident ist? Nein, kann sich nicht ändern. Oder? Kann ich nicht um mich vor den Kanal setzen. Eins ist ja wichtig, sie will mit uns auch über die Innenpolitik reden. Frau Schaupensteiner ist eine glühende Sozialdemokratin. Ich bin ewig und drei Tage schon Rode. Aber? Ja. Warum? Ja, erstens bin ich so erzogen worden ein bisschen und zweitens, ja, Arbeiterkind und so. Ihr Vater war ein großes Vorbild für sie. Er hatte ihr einen Rat fürs Leben mitgegeben. Also muss immer schauen, dass was zum Essen daheim ist. Du musst aus nichts was machen können. Wenn du Müll daheim hast und Wasser, kannst du schon Spatzerl machen. Die Steirerin hat in einem Krankenhaus in der Großküche gearbeitet. Ihr Job war stressig. Man steht immer unter Druck und muss die schweren Töpfe heben. Das war Gift für ihren Rücken, erzählt sie uns. Als sie dann in Pension gehen konnte, wollte sie endlich ihr Leben mit ihrem Mann genießen. Doch dann kam alles anders. Ihr Mann erlitt hier in der Küche einen schweren Schlaganfall. Ich war nur einkaufen, bin heimgekommen und er hat sich überhaupt nicht erst da gelegen, hat sich überhaupt nicht auskennt, was los ist und so. Das heißt, da haben sie einen Riesenschock gehabt wahrscheinlich. Wie ich vom Spital heimgekommen bin, dann war für mich erst der Schock da, nicht? Ich habe mir gedacht, das kann sich nicht sein. Warum gerade ich? Aber ich bin froh, dass wir da sind, weil wo habe ich ein Hallenbad? So in der Nähe.
Wasser ist ja sehr gut für die Gelenke. Und auch, dass er wieder ins Leben zurückkommt. Sie pflegt ihren Mann hier am Campingplatz rund um die Uhr. Vor seiner Erkrankung war er sehr hilfsbereit und lustig, erzählt uns die Frau Schaupensteiner. Er war bei der Musik, er war bei der Feuerwehr. Frag mich, wo er nicht war, bin ich schneller fertig. Aber das heißt, jetzt ist es schon anders natürlich. Ja, jetzt ist es das Gegenteil. Nicht? Aber es passt schon so, wie es ist. Ne? Herr Schaupensteiner will lieber nicht mit uns sprechen. Die Worte kommen nicht so raus, wie sie sollen, entschuldigt er sich bei uns. Hallo. Wer ein echter Camper ist, kennt im Sommer nur eine Sehnsucht. Den lästigen Alltag abstreifen und mit Sack und Pack ab in den Süden. Auf in die Freiheit, rein ins Dolce Vita. Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa. Doch wie das so ist mit guten Ideen, oft hat man sie leider nicht allein. Vor dem größten Campingplatz Europas, Marina di Venezia, treffen Fantasie und Realität unschön aufeinander. Buongiorno, hallo. Buongiorno. Buongiorno. Sie kennen schon den Campingplatz? Ja, den kenne ich. Okay, also leider haben wir heute keine Stellplätze mehr frei. Ja. Diese Nacht müssen Sie halt hier auf diesem provisorischen Parkplatz übernachten. Okay. Es kann auch passieren, dass man 3 Tage und Nächte auf dem Parkplatz warten muss, bis man endlich einen Stellplatz zugewiesen bekommt. Auch wir warten und wollen wissen, was wir so alles versäumen, da draußen am staubigen Parkplatz vor dem Eingang ins Camperparadies. Gibt's da drinnen eine Pizzeria? Wie lange kann man Abendessen? Weiß ich nicht, bis 10 oder 11. Aha, aber ja, ich bin schon wieder hungrig. Wir kommen noch nicht rein. Egal, wir reden später. Danke. Das Dolce Vita ist manchmal sehr weit weg. Zum Greifen nah und doch weit weg. Heike und Detlef aus Bremen, Nachnamen spielen beim Campen oft keine Rolle, sind müd vom Leben. Sie sind heute schon seit 5 Uhr in der Früh unterwegs. Ja, völlig kaputt und war ein ganz schön langer Tag. Ja. Und ich sag mal, jetzt kann es auch ans Abendbrot essen gehen. Schöne, leckere Pizza. Schön Rotwein dazu. Und Rotwein. Und Eiswürfel haben wir da. Genau. Und ich habe Hunger. Ich auch. Und den Sternenhimmel angucken. Ja, und morgen früh an Strand. Aber jetzt reden Sie sich schon schön, oder? Nein, das, nein, machen, wir. Das machen wir eigentlich immer so. Den Sternenhimmel anschauen, hier draußen am Parkplatz jetzt. Haben wir immer gemacht. Sind Sie so romantisch veranlagt? Ja, ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Ah, jetzt kommen die Mücken auch schon, guck mal. Ja, aber nicht über die Pizza. Nein. Einmal einsprühen. Geschafft. Prost. Prost Urlaub. Urlaub. Der Riese unter den Campingplätzen ist 800.000 Quadratmeter groß. Wer hier kein Fahrrad hat, hat schon verloren. Am nächsten Morgen wollen wir sehen, wie es den Bremern so geht. Wie viele Personen sind denn rein? Drei. Um die Wartezeit zu versüßen, gibt es ein gratis Frühstück. Wir auch, ne, wenn wir was kriegen. Die Schlange ist leider morgen noch immer sehr lang. Und jetzt verlieren Sie noch immer nicht die Nerven? Wir sind beide eher ruhiger. Beide sehr ausgeglichen, sage ich mal, ja. Meditieren Sie oder wie kriegt man das hin?
Nö, wir sind einfach so. Ja. Das ist, ja. Ein Gottesgeschenk. Ja, ein Gottesgeschenk, richtig. Das deutsche Paar schwärmt sogar in Momenten wie diesen vom Urlaubskonzept Camping. Dieses freie Leben oder selber entscheiden, so wann ich aufstehe, wann ich frühstücken möchte, ob ich zum Strand gehe, ob ich woanders hingehe, das ist einfach eine Freiheit. Das genießt man. Ist ungezwungener. Bisher geht es noch recht unfrei zu. Das deutsche Paar soll bitte auf die nächsten Anweisungen warten. Aber immerhin, jetzt kommt wenigstens ein bisschen Bewegung in die Sache. Kannst du das Meer schon sehen? Ja. Ich rieche schon. 30 Sekunden später ist die Fahrt leider schon wieder zu Ende. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich möchte nicht ungeduldig wirken schon wieder. Aber ja, jetzt sagt er, jetzt geht's weiter. Er hat jetzt geguckt, ob der Platz fertig ist. Okay. Weil da vorher bestimmt jemand gestanden hat. Einer drauf gestanden. Ja, hoffentlich schaffen wir es bis zum Mittagessen. Ja, das schaffen wir. Da bin ich ganz optimistisch. Jetzt geht's endlich auf zum Stellplatz. Jeder bekommt hier sein genau abgestecktes Rechteck zugewiesen. Die neuen Nachbarn beäugen das Einparkmanöver genau. Denn es handelt sich hierbei um Millimeterarbeit. Detlef aus Bremen kann froh sein, dass er am Abend zuvor nicht zu tief ins Rotweinglas geschaut hat. Ohne Hilfe geht es trotzdem nicht. Aber ich muss dich im Spiegel sehen. Bitte? Ich muss dich, wenn du mich nicht siehst, sehe ich dich auch nicht. 30 Minuten später haben die Camper es endlich geschafft. Damit es so gemütlich wird wie zu Hause, darf auch das Fernsehen nicht fehlen. Wie viele Programme kriegen Sie da rein? Das ist eigentlich alles da. Ich sag mal, weltweit kann ich mir jeden Kanal eigentlich angucken. Weltweit? Satellitenschüssel. Ja, Satellitenschüssel halt. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Eigentlich bin ich bei meiner Muttersprache geblieben. Ein Teil Englisch, aber das ist nur ein Schulenglisch. Und damit komme ich eigentlich auch ganz gut klar. An diesem Abend wird nicht ferngesehen. Da findet ein romantischer Abend statt. Mit allen anderen. Romantik. Was ist schon Romantik? Für die Dauercamperin am FKK-Platz Doris Brunner bedeutet Romantik, dass ein kleines Blümchen in ihrer Wohlfühl-Oase blüht. Sie braucht kein großes Feuerwerk zum Glücklichsein. Überhaupt geht es bei den Naturisten sehr idyllisch zu. Ruhig, im Einklang mit der Natur gibt man sich hier. Dass ihr Mann den ganzen Tag werkelt, stört Frau Brunner übrigens nicht, verrät sie uns. Ganz im Gegenteil. Der nächste Tag ist regnerisch. Deshalb haben uns die beiden Freundinnen Frau Brunner und Frau Schaupensteiner eingeladen, sie in ihrer Wellness-Oase zu treffen. Hallo? Hallo? Frau Schaupensteiner? Der Spa-Bereich ist groß, auch wenn man nicht in jedem Raum weiß, was man darin eigentlich genau machen soll. Ah, da drin verstecken Sie sich, die Damen. Hallo. Die wichtigste Frage kommt jetzt. Auf diesem Campingplatz, wie erotisch geht's hier zu? Blödsinn. Das kannst du nicht laut sein. Warum? Warum erotisch? Weißt du, wer erotisch ist, wenn ein Mädchen mit einem Bikini mit einem Jane durch die Gegend geht? Oder wenn ein Mann mit einer Boothose und einem Knall mit einem Arsch hat? Das, aber mir schaut, da wären wir hexenskantig, gell? Also wieso? Wenn jemand erotisch hier herumrennt oder beziehungsweise irgendetwas anderes macht, also da ist besser, du gehst. Nö. Ist ein nackter Mann jetzt nicht erotisch, Frau Brunner? Genau. Natürlich gibt es schöne Männer, es gibt auch schöne Frauen. Und wer hinter einem schönen Mann als Frau nicht nachschaut oder umgekehrt, einem Mann nicht einem schönen
Frauenkörper nachschaut, man, der stimmt auch. Irgendwo stimmt was nicht. Und was sagt Ihr Mann dazu, wenn Sie den schönen Männern nachpfeifen, erschauen? Meist bedankt, das nehmen wir mal. Nein, also das tut er nicht. Das tun wir nicht, deshalb haben wir die getönten Brillen. Unter der Sonnenbrille wird geblinzelt, oder was? Natürlich. Wie ist es? Finden Sie Ihren Körper schön, so wie er ist? Wenn ich ehrlich bin, nein. Bist du blöd? Nein, ich bin nicht blöd. Ich bin einfach zu stark für meine Begriffe. Von der Gesundheit her und alles. Ja. Aber. Ja, ich is halt sehr gern. Und hier wird man so akzeptiert, wie man ist. Das heißt, es ist nicht schwieriger, sich nackig zu machen, wenn man seinen Körper irgendwie nicht so schön findet. Na, warum? Also, die Frage ist... Blöd? Ja. Gibt's Bekannte, die sagen, um Gottes Willen sind sie wahnsinnig? Ja, meine Eltern. Die würden das niemals machen. Wo ist man angezogen hier? Im Supermarkt. Weil wenn ich bei den Semmeln oder beim Brot vorbeigehe und ich bin jetzt schwitzig und ich gehe da nackt vorbei und da kommt der Schwitz dann da drauf, das will ich ja nicht essen. Und die anderen womöglich auch nicht, ne? Nein, eben. Sonst fühlt sich die Wienerin einfach nackt am wohlsten. Frau Brunner hat im Gegensatz zu ihrer Freundin noch eine Wohnung. Noch lieber ist sie aber hier. Sie war Buchhalterin. Und sind Sie aber jetzt trotzdem froh, dass Sie in Pension sind? Na und ob. Na und ob. Jeder Tag ein geschenkter Tag. Ja, ja. Und ich bin gläubig und ich... Ich sage auch jeden Tag, ich danke dem Herrn, dass ich diesen Tag so erleben kann, wie ich ihn eben erlebe. In der Natur mit meinem Partner, auf diesem Platz. Das heißt, das Kreuz ist nicht ein Modegag, sondern das bedeutet Ihnen was? Für mich ist es etwas, ja, ich bedanke mich eben für das Leben. Am FKK-Campingplatz gibt es sogar eine eigene Kapelle. Die gläubige Frau Brunner hilft hier ehrenamtlich. Sie sorgt für den Blumenschmuck und bereitet alles für die Messe vor. Ja, liebe Frau Brunner. Ja, hallo. Und? Ich grüße Sie. Pater Anton ist schon seit vielen Jahren im Nacktcamperparadies für die religiösen Belange zuständig. Und Sie haben schon alles wunderbar für den Gottesdienst hergerichtet, ja. Schaut so aus. Ich hoffe. Die Kerzen angezündet, wie es gehört. Ja. Wie unterscheiden sich bekleidete Schäfchen von nackten Schäfchen? Überhaupt nicht. Es ist die Aussage eigentlich die, dass sie halt eben in unterschiedlichsten Formen versuchen, ihre Körperlichkeit zu pflegen. Die Sittenpolizei und was immer ist also hier überhaupt nicht tätig, weil alle doch eine gewisse Würde und eine gewisse Ehrlichkeit vor sich letztlich haben und auch diese vertreten. Das stimmt auch, das stimmt auch. Wir sind ja nackt geboren und eigentlich ist es nichts Schändliches. Und wenn sich jeder an gewisse Spielregeln hält, aber das ist im Job, das ist überall, ist in jeder Gesellschaft, in jeder Ehe, überall. Ist verständlich, ne? Ja. Ist verständlich. In die Kapelle kommt man am FKK-Campingplatz bei Gott bekleidet. Das gebietet der Anstand. Dass man beim Campen Gott nahe sein will, dürfte gar nicht so ungewöhnlich sein. Am giganten Campingplatz in Italien wird auch jeden Sonntag bei einer heiligen Messe gebetet. Gleich hinterm Vergnügungspark treffen sich die Gläubigen. Deutschsprachige Urlauber sind wenige gekommen. Das mag auch an sprachlichen Barrieren liegen.
Am Campingplatz Marina di Venezia sind bis zu 12.000 Urlauber gleichzeitig. Damit kein Chaos ausbricht, gilt ein strenges Reglement. Man muss zu jeder Zeit sein Erkennungsarmband tragen. Und das ist noch lang nicht alles. Achtung bitte! Wir bitten unsere Gäste, die Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr einzuhalten. In diesen Stunden sind die Schranken am Ein- und Ausgang geschlossen. Schwimmen ist in dieser Zeit ausnahmslos verboten. Um Punkt 13 Uhr müssen die Becken geräumt sein. Externe Besucher dürfen höchstens eine Stunde lang im Areal bleiben. Und das nur tagsüber, steht in der Campingordnung. Offenes Feuer darf nicht entzündet werden. Auch Anti-Gelsenkerzen sind nicht gestattet. Fernsehen darf man nur leise. Nach 23.30 Uhr gar nicht mehr. Manche Camper hier würden sich noch mehr Disziplin wünschen. Ein Herr hat sich beim Management beschwert, dass Ameisen in sein Zelt gekrochen sind. Bei so viel Ordnung müssen natürlich auch die Autos glänzen. Wieso waschen Sie Ihr Auto? Weil ich gerade Zeit habe. Aber ist es nicht furchtbar, im Urlaub das Auto zu waschen? Ja, nach 14 Tagen, dann hat man vielleicht auch mal Langeweile. Aber ist nicht das Langweiligste auf der Welt, sein Auto zu waschen? Für mich nicht, nein. Was sagt Ihre Frau dazu? Nix, die ist froh, bin ich weg wahrscheinlich. Nee. Man pickt eh so viel zusammen im Urlaub, gell? Ganz ehrlich, wenn Sie dreckige Autos sehen, denken Sie sich, na servus, das ist ein Schlampertatsch, also das ist wienerisch, also ein Chaot? Ja. Man muss schon ein bisschen Pflege investieren. An so einem riesigen Campingplatz sind alle Schichten vertreten. Die Spanne reicht vom Zelt bis zum Luxuswohnmobil. Entschuldigung, weil Sie sich da so köstlich anpirschen. Hallo? Haben Sie die Leute schon gesehen, die da drinnen wohnen? Ja. Wie sind die so? Ich habe sie das hier als erste Mal gesehen. Sagen Sie, was interessiert Sie dran? Einfach dieser Reichtum oder dieses... Das Modell und so. Das Reichtum interessiert mich nicht. Und Sie haben einen kleinen Wohnwagen vermutlich? Ja, mittelmäßig. 5,70. Was heißt das, 5,70? Naja, ist innen drin 5,70 Meter. Ach so, das sind so Kürzel, das sagt mir jetzt gar nichts. Und uns haben die Leute gesagt, die da drinnen wohnen, in diesem riesigen Luxusmobil, sie wollen eigentlich nicht vor die Kamera treten, weil sie wollen lieber im Hintergrund bleiben. Mhm. Jetzt hört sich das ein bisschen lustig an, aber wenn ich mit so einem großen Auto komme und dann sage ich, ich möchte im Hintergrund bleiben, ist ein Widerspruch, oder? Ja, man kann es nicht ändern. Wenn Sie es nicht haben wollen, dann... Ne? Und was ist das für ein kleines Auto? Ein Smart. Der geht hier hinten rein, da kommt die Klappe, geht hoch und dann fährt er rein. Na bumsti. Schon aufregend, oder? Ja, wenn man es das erste Mal sieht. Also für Sie ist das schon alter Hut? Ja. Und wo ist jetzt Ihr Wohnwagen? Hier vorne. Aha, dürfen wir reinschauen? Ja. Wir folgen Ihnen auffällig. Herbert Hoffmann ist Postbeamter im Ruhestand. Für ihn gibt es einen guten Grund, warum er hier Dauercamper ist. Man ist, auch als Alleinreisender, nie einsam. Schuhe ausziehen, Schuhe anlassen. Können Sie anlassen. Wie ist die Hausordnung? Okay. Ganz normal. Endlich ist was ganz normal. Aha, was ist das? Nein. Ja. Das machen Sie? Ja. Mit der Hand? Ja. Wie geht das? Oh, ganz einfach, wenn man es kann. Herr Hoffmann stickt für sein Leben gern. Ganz allein ist er doch nicht hier. Das ist Sunny. Das ist doch gut, mein Schatz. Ah, die ist ja wirklich sehr so schön. Ja, na guck mal. Guck mal die Leutchen an. Ach ja, so, jetzt bist du richtig, ne? Ja, ein Schmuserchen, ne? Auf die sind Sie stolz, so, oder? So, ein Schmuserchen. Gutes Hündchen. Ja.
Dem Witwer entgeht nichts. Er hat am Platz noch ein zweites Luxusmobil erspielt. Der Dauercamper verbringt den ganzen Sommer hier. Und sagen Sie, was essen Sie hier, wenn Sie hier die 3 Monate verbringen am liebsten? Die Tochter hat vorgekocht. Und dann mache ich mir das in irgendwo warm hier. Und was ist das so zum Beispiel? Suppen, Krautrouladen, lauter so, wo ich Lust drauf habe. Und keine italienischen Köstlichkeiten? Eine Pizza hole ich mir mal, wenn ich vergessen habe, Brot zu holen. Jetzt sind Sie schon wie lange Witwer? 12 Jahre. 48 Jahre verheiratet. Und das war eine gute Ehe? Ja. Ja, und dann kam es halt, wie es kommen musste. Ja. Der liebe Gott hat es halt dann geholt. Naja, und so sind wir halt jetzt. Dann macht man irgendwie weiter? Ja, dann habe ich angefangen. Vom Computer hatte ich keine Ahnung. Und wir hatten einen Haufen Kias. Dann habe ich mir einen Laptop gekauft und einen guten Drucker und einen Scanner. Dann habe ich 40.000 Kias alle auf dem Computer gemacht. Nach und nach. Damit Sie was zu tun haben nach dem Tod Ihrer Frau? Ja. Vor allen Dingen im Herbst, wenn es dunkel wurde früh. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit hier noch in Italien. Machen Sie es gut. Jo, danke. Auf dem Stellplatz 5682 Elefant kampieren die Wiener Angela und Hermann Lorenz mit ihren Enkeln. Da wird sie aber da. 6, 1, 2, 3, 4, 0. Darf ich kurz stören? Ich muss Ihre Laune jetzt ein bisschen trüben. Bei Ihnen läuft alles falsch. Die Schuhe sind überhaupt nicht in Reihe und Glied. Das braucht man doch nicht. Aber bei vielen anderen ist es schon so. Das Ordentliche, das kann man sich bei den Deutschen suchen. Camping für mich ist ein bisschen unteuer. Aber wie soll ich sagen, Camping, so wie da so manche sich mit diesen super Wohnmobilen, da kann ich ins Hotel ziehen. Nicht? Das Camping ist zählt. Da muss ein bisschen wild ausschauen. Und wie sind die Italiener so? Also da auf dem Platz kann man sagen, sind sie sehr freundlich. Ja, kennen gut Deutsch, muss man sagen. Manchmal muss man ein bisschen Englisch reden. Ein bisschen Englisch kann ich auch noch ein bisschen. Die sagen es halt in Englisch, Good Morning oder sonst irgendwas oder Hello. Auch mit den Italienern gibt es kein Problem. Da sagt man, wie heißt das schon wieder, Italiener? Buongiorno, genau, guten Tag, aber es keine Probleme. Herr Lorenz war Lokführer bei der ÖBB. Was ich jetzt aber nicht verstehe, ihr 5 in dem Zelt da hinten, ich meine, mein lieber Schwan, das geht sich doch nicht aus. Doch, das geht sich sehr wohl aus. Es ist so, dass wir fahren ja in Urlaub, weil ja Sonnenschein ist. Die meiste Zeit sind wir ja draußen. Und wir haben also hier unsere Küche, also wir sind also voll ausgestattet. Das ist also wie eine 130 Quadratmeter Wohnung. Wir haben Küche, wir haben Abstellplatz, wir haben Kasten, wir haben 3 Schlafzimmer. Eine Dependance haben wir auch noch da, also wir haben also richtig Platz genug. Also, die grüne Dependance. Die grüne, genau. Da wohnen die Herren. Die Enkelin residiert im weißen Zelt in einer Hälfte. Also das wäre jetzt unsere Seite, wo meine Frau und ich liegen. Das ist unser Bereich. Und da schlafen wir halt zu zweit. Das ist eine Luftmatratze. Ja, es ist so ähnlich wie Luftmatratze. Man nennt es Luftbett. Es ist auf einer Seite Plastik, die ist unten. Und oben ist so eine Art Vlies drauf, dass man nicht bicken bleibt beim Schlafen. Sollte man kein Leintuch mit haben. Das heißt, wenn man schwitzt? Wenn man schwitzt, genau. Also das ist schon, manchmal ist es unangenehm. Aber vorgestern auf gestern haben wir Gewitter gehabt. Da war es dann nach dem Gewitter, nachdem ich ja draußen die Schnüre nachziehen müssen, war es dann eher angenehm drinnen, weil ich war waschelnd aus.
vom Regen. Sie bleiben 11 Tage lang und zahlen 800 Euro für den Stellplatz. Das ist nicht günstig, finden die beiden. Würden Sie eigentlich auch auf einen FKK-Campingplatz fahren? Nein, absolut nicht. Wenn ich mir so in den Sand reinlege, ohne Badeanzug oder so. Also es gibt schon gewisse Stellen, die nicht unbedingt einen Sand benötigen. Es schaut schon sehr lustig aus, wenn da so Männer radeln und ja, also ist nicht immer ästhetisch schön, wenn man das sieht. Also manche sollten sich wirklich was anziehen. Also es ist ja, das Auge beleidigt sich dann schon sehr schnell. In Eberndorf in der Nähe vom Club Heinersee ist man froh über den FKK-Campingplatz. Er bringt Umsatz. Auch beim Fleischhauer kaufen einige gerne ein. Das heißt, Sie springen da auch gern Pudelnackert rein? Nein, bin ich dabei. Nein, da muss man schon damit aufwachsen, glaube ich. Wenn man als Kind da dorthin gegangen ist, ist man halt reingewachsen. Und gibt es Leute, die glauben, da geht es irrsinnig wild zu? Nein, das denke ich nicht. Nein, wo ist denn? Ganz normale Menschen, die lieben halt ein bisschen locker sein, ne? Beim Boden. Der andere wartet, bis finster ist und die brauchen darauf nicht warten. Aber wieso geben Sie sich nicht einmal einen Ruck und hupfen ein, einmal am Spätabends, wenn es niemand sieht wenigstens? Schauen Sie, ich habe einen Pool draußen, im Garten. Den sehe ich vor der Tür, lockert seine Hände, gell? Herr Patel kennt das FKK-Gelände, aber nur vom Liefern. Er hat schon oft Fleisch und Wurstwaren hingefahren. Wir haben ein Restaurant dort da, und da fährt man rein, nicht das zustellen. Dann sind halt ein paar, die umeinander laufen, so wie es da üblich ist. Das muss man akzeptieren und das stört mich nicht, mich nicht. Und schauen Sie dann nach links und rechts, oder? Da musst du schauen, sonst fährst du im Baum, nicht? Du musst schon aufpassen. Sind nicht Bäume auch drin. Aber Sie schauen jetzt nicht dann nach Damen oder so, wie schauen die aus oder was? Das ja, blenden lasse ich mich auch nicht vorher. Da mir wenn ich eine vor. Also, wenn einer über den Weg geht, schaue ich sie an, selbstverständlich. Heute ist ein Fest auf einer Alm in der Nähe geplant. Um 11 Uhr soll es losgehen. Dieser Herr freut sich schon auf die Wanderung, auch wenn er seine Freude zunächst einmal nur innerlich zeigt. Sonst ist noch niemand abmarschbereit. Jetzt sagen Sie, es ist doch das große Almfest heute. Ja, Start um 11 Uhr da oben. Ja, aber es ist schon 11:45 und kein Mensch geht rauf. Ja, weil die Urlauber so faul sind. Ja, aber das ist ja blöd, oder? Gehen Sie ja rauf? Ja, wenn Sie mitgehen, gehe ich rauf. Und warum sehen Sie sich nicht aus? Ach so, ich bin ja rein beruflich hier, ne? Da kann ich ja jetzt nicht. Ja, das macht doch nichts. Na ja, aber das wäre die Einheit, das wäre richtig die Gelegenheit, einmal im Beruf auch mal nackt zu sein. Was ist das eigentlich für ein Baum hier? Ich versuche das Thema zu wechseln, ne? Und was gibt's da oben zu essen? Würstel. Würstel? Und Salat. Und wieso haben Sie so ein Schweißband unterm Käppchen? Weil ich immer so schwitze, wenn ich bergauf laufe. Aber was ich schon amüsant finde, hoffe ich trete Ihnen nicht zu nahe, ist, wenn die Nacktheit kombiniert ist mit so Bauchtascheln. Ja, das also, ist, damit das man den Bauch nicht sieht. Aber es wirkt dann ein bisschen ulkig. Ist das böse, dass ich sage, es wirkt ein bisschen komisch? Nein, ich lebe damit. Schon seit 67 Jahren lebe ich, dass ich komisch ausschaue. Ich habe das praktischer gestaltet. Aber das ist toll, das ist ja aus den 70er Jahren, das ist ja ein Retro-Stück. Ja, wird einmal im Jahr im Wollprogramm mitgewaschen und ist schon x-mal genäht worden. Sind wir jetzt sowas wie Sportsfreunde? Ja, sowas sind wir. Was ist mit Ihnen? Wo gehen Sie hin? Da geht's, glaube ich, nicht die Stufen, gell? Da gehen wir querfeld ein. Na gut. Ich kenne den Weg nur. Ich kenne keine Angst. Ja, dann gehen wir eine Stunde, ne? Oder wie? Nein, wir wollen keine Stunde gehen. Aber wo ist der schnellste Weg? Die Stufen. Ja, danke. Ja, Viertelstunde gehen wir. Ja, gerne. Machen wir halt eine Pause. Aber es verrutscht wirklich die Kleidung beim Aufstieg. Ja, das kommt davon, wenn man gewarnt anhat. Das kann mir nicht passieren. Stimmt, also bei Ihnen am besten schaut das alles ausziehen. Ja, ja, ich verstehe schon Ihre Intention, aber das Tolle an FKK ist, man kann aussehen, wie man will. Man muss nicht schön sein? Nein, man muss nicht schön sein. So wie man ist, ist man. Wie heißt hier überhaupt? Ich heiße Dieter. Dieter und? Kurt. Nina. Heute mich.
Nachnamen sind wurscht, oder wie? Nicht wurscht. Hofbauer, wie das Konfekt, nur weniger süß. Müller Lüdenscheid. Das ist ein Traum, das ist ein Doppelname mit Bindestrich. Eigentlich Professor, aber das muss Professor ja auch nicht sein. Professor sind Sie? Ja. Und wir reden nur wir einen Quatsch. Sein, was mal. Sind Sie für Professor? Für Theologie. Der Nachname hat uns ja schon stutzig gemacht, aber der deutsche Wanderer ist in Wahrheit auch kein Professor. Er war Finanzberater. Er legt einfach für sein Leben kein Ösis rein, gesteht er uns. Ah, das ist aber wirklich schön. Ja, das ist doch sehr schön hier. Endlich erklommen. Die 7 Stunden Wanderung haben sich gelohnt. Der Deutsche urlaubt hier allein. Wie ist es eigentlich jetzt als Single hier? Findet man da eine Frau? Nein, eher weniger. Alle sind so auf sich eingeschworen. Oder auf ihre Partner oder sind schon jahrelang hier in der Anlage und wollen gar keinen für 2 oder 3 Wochen niemanden kennenlernen. Das heißt, Sie würden aber schon eine Frau suchen? Ich habe eine, aber die will nicht, ist nicht mitgekommen. Ach so, ja, ist das, aber wenn Sie eine haben, dann für 2, 3 Wochen wie ein Techtelmechtel, habt ihr eine offene Beziehung? Ja, ziemlich offen, ja. Wirklich? Wie lebt man in so einer offenen Beziehung? Jeder macht das, was er will. Na Prost. Ja, das ist na Prost. Sind Sie Prost. Auch so offen? Nein. Nein. Ich bin ein ganz ein braver Ehemann. Einmal die Fricka. Jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden, finden jedenfalls die 2 FKK-Camper. Wer am giganten Campingplatz an der Adria zum Strand geht und am Stellplatz etwas vergessen hat, könnte es bitterlich bereuen. Deshalb befolgen manche Urlauber anscheinend ein Patentrezept. Wenn man alles mitnimmt, was man hat, kann man auch nichts vergessen. Der Campingplatz ist ausgebucht, der Strand ist voll. Das hat einen Grund, hören wir hier öfters. In Ländern wie Italien urlaubt man noch ohne Terrorangst. In die Türkei, nach Tunesien oder nach Ägypten fahren viele in dieser Saison lieber nicht. Ciao. Hallo! Bei manchen am Strand erkennt man sofort, aus welcher Region sie stammen. Der Bayer Hirslohner nimmt sich sein Weißbier von zu Hause mit. Otto und Astrid Gassmann kommen schon jahrelang her. Sie liegen immer hier, ganz am Ende vom Strand. Später schauen wir auf eine Stippvisite beim Stellplatz 7635 Braunbär bei ihnen vorbei. Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben. Das Kölner Paar liebt Campen, weil immer was zu sehen ist. Manchmal ist für ihren Geschmack hier aber auch zu viel los. Wenn dann natürlich einer abends da weiß ich was um 11 Uhr noch oder um 12 Uhr noch sich rumstreitet mit seiner Frau oder was weiß ich was, oder man muss das alles, man hört ja auch alles. Man sollte es ja nicht hören. Oder man aber tut jeder ja, gibt ja Obacht. Also aber die hören, wir sitzen da drin und unterhalten uns, da hört der Nachbar das auch. Ja. Schrecklich, ne? Ist das nicht furchtbar? Ja, nein. Das kann jeder hören, was wir sagen. Aber die Italiener verstehe ich ja nicht. Also, sie würden gerne lauschen. Ja. Und was sind da so viele Leute um Sie herum? So wie im echten Leben halt. Es sind Ehepaare hier, es kommen alleinstehende Frauen mit 2 Kindern. Oder weiß ich nicht, ob der Ehepartner zu Hause ist. Das ist mir ja auch im Grunde genommen. Es kommen Männer mit ihren Jungs oder mit ihren Kindern hier hin. Und es kommen noch männliche Paare, also die zusammen, 2 Männer, die zusammen sind. Wirklich? Campen kann ja jeder machen. Und stört das manche, wenn er homosexuelle campen? Nee. Wirklich nicht? Gibt es niemand Engstirnigen hier? Also wir haben die auch durch ein anderes Ehepaar kennengelernt. Und das sind so klasse Typen, die 2. Und man merkt, dass die sich gerne haben, genauso wie man das vielleicht bei uns beiden auch merkt. Ja, merkt man. Ja. Da ist kein Unterschied. In Deutschland wurde vor kurzem die Ehe für alle beschlossen. Die Kölner verstehen nicht, warum die Ehe für Homosexuelle in Österreich noch immer nicht erlaubt ist. Auch über die Flüchtlingspolitik mancher europäischer Länder kann sich Herr Grassmann echauffieren. Dieses Nichtstun,
ist mir am schlimmsten. Wenn man da natürlich sieht, was rechts und links los ist, unsere Nachbarländer, da wird mir noch kräuselier. Wir stehen, wir haben sie wenigstens noch ein paar von, unseren, von den armen Leuten aufgenommen. Flüchtlinge meinen Sie? Flüchtlinge, ja, sind für mich arme Leute, das ist ja, wo die herkommen. In andere Länder, die auch in der EU sind, die vor allen Dingen sind beide unsere Eltern sind auch Flüchtlinge gewesen. Meine Mutter musste aus Berlin flüchten, seine Eltern sind evakuiert worden. Und daher kennt man das und die sind auch aufgenommen worden. Es kann ja jeder seine Meinung, wir haben ja zum Glück eine Meinungsfreiheit. Kann ja jeder haben, aber es gibt bestimmte Meinungen, die sollte man für sich behalten. Also wenn einer schon von Pack spricht, da kriege ich eine Krawatte. Da muss ich was sagen. Aber wie macht man das auf einem Campingplatz? Da sitzt man neben jemandem, der kann ja politisch ganz anders ticken. Ich stelle mir das schwierig vor, dann würde ich auch streiten. Aber dann bin ich am nächsten Tag wieder am Strand neben ihm. Nee, den muss ich nicht. Der kann, wenn ich weiß, dass da einer neben steht, der diese Meinung hat, dann ist er für mich guten Morgen, guten Abend, gute Nacht und dann ist für mich. Streitigkeiten gibt es hier am Campingplatz aber nur selten, versichert uns das Paar. Normalerweise versteht man sich prächtig. Wir können uns alle beklagen, so viel wir wollen. Der Sommer ist endgültig vorbei. Im Herbst ist es wieder kalt. Aber woher denn? In ihrer heißgeliebten Wellness-Oase wird Frau Brunner und Frau Schaupensteiner nie frisch. Ihre Handeln stemmen kann Frau Brunner einfach am besten, so wie Gott sie schuf. Und ihr Lieblingsgospellied singen natürlich auch.